Martin Walser. Ich bin ein Fan von Martin Walser, weil ich seine Sprache so unbeschreiblich finde, weil er immer wieder überraschend Wörter erfindet, von denen ich denke, die gibt es eigentlich gar nicht. Und weil er eine Art hat, Dinge immer wieder zu beleben oder über Dinge nachzudenken, die ich einfach besonders finde. Es gibt so ein paar Klassiker, zwei alte Frauen. Da geht es um zwei alte Frauen, die tatsächlich von einem Indianerstamm ausgesetzt wurden, weil eine Hungersnot droht. Die eine mit 80 möchte sich umbringen, die andere sagt, nein, wir kämpfen. Und zum Schluss überleben sie in der Eiswüste und können sogar noch ihrem eigenen Stamm helfen. Also das ist so eine Geschichte von Niedergang und Auferstehen, wenn man so will. Biografien, also Menschen an sich interessieren mich. Ja. Und leider komme ich nicht immer ganz durch mit den Biografien, weil ich einfach so wenig Zeit zum Lesen habe. Aber zumindest, ich versuche es immer mal wieder. Also Clara ist eine Frau, die aus einem sehr gepolsterten Nest herausgefallen ist und eigentlich selbst das Weite gesucht hat und auf Mallorca gelandet ist, um über sich nachzudenken, mit wenig Geld, sehr wenig Geld. Und stößt da auf vier Frauen aus Köln, mit denen sie ist promovierte Kunsthistorikerin und Innenarchitektin, in ihrem früheren Leben nie zusammengekommen wäre. Aber die helfen ihr eigentlich aus ihrem Tief heraus. Und sie verliebt sich auch auf Mallorca, bleibt da, lässt ihre Tochter nachkommen, ihre Vierjährige. Und merkt dann aber, dass ihr jetziger Freund oder befürchtet, der ein Restaurant hat und eine neue Küche einstellt, dass da etwas passiert, was sie nicht mehr steuern kann. Und da sie schon ein gebranntes Kind ist, haut sie wieder ab, diesmal zurück nach Köln, wo auch ihre Freundinnen leben und die wiederum jetzt gerade wieder ihre eigenen Probleme haben. Also das ist so eine verwobene Geschichte. Es passiert ständig irgendwas. Und Clara kommt am Schluss natürlich zurück und versucht ihr eigenes Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ich denke, sie hat das am Anfang gehabt. Sie verliert es wieder durch eigene Schuld eigentlich und sie erkämpft sich dann wieder. Ach, eigentlich bin ich auf Clara gekommen, weil die Situation derzeit so ist, dass man nie sicher sein kann, was morgen ist. Die Dinge verändern sich wahnsinnig schnell. Man kann heute noch einen tollen Job haben und sich ein Haus kaufen und morgen ist man gekündigt und weiß schon nicht mehr, wie man die Raten bezahlen soll. Und genauso ist es auch, wenn man aus einer Beziehung purzelt, auf die man gebaut hat, wo man sich wohlgefühlt hat und plötzlich steht man da ohne Geld. Und diese Situation, ich hatte das auch schon mal, als ich meine Tochter bekommen habe, ging es mir auch so. Und diese Situation hat mich eigentlich jetzt auch, weil es im Moment ja auch ja, leider oft passiert, interessiert. Und ich habe mir 500 Euro genommen, bin nach Mallorca geflogen und habe versucht, inklusive Flug, Hotel und überhaupt alles eine Woche damit klarzukommen und zu schauen, wie es mir da geht. Und das war dann eigentlich so die Initialzündung zu dem Buch. Mein Paradies wäre einfach nur Zeit für mich. Das ist so für mich das Paradies. Wobei ich eigentlich schon meiner Tochter gesagt habe, wenn sie dieses Abitur hat, würde ich schon gern mit ihr mal so durch die Welt gondeln, weil wir kamen all die vielen Jahre nicht dazu, weil sie aktive Reiterin ist und wir eigentlich immer nur auf Reitturnieren waren. Aber das wäre so mein Paradies. Mit meiner Tochter mal so 4 Wochen durch die Welt gondeln. Also es sind alles Bücher auch für Männer, weil die Männer könnten an sich was draus lernen. Weil ich denke, ich halte nicht nur den Männern einen Spiegel vor, sondern ich halte uns Frauen ja auch einen Spiegel vor. Weil wir sind ja oft, also wir Frauen sind ja überbemüht in vielen. Ne? Männer, finde ich, die machen eigentlich einen guten Job. Die sind ziemlich relaxed. Die lassen sich ja auch gern von uns bedienen. Also wir müssen uns ja immer dreimal bedanken, wenn uns mal jemand was bringt. Ne? Und die anderen, die halten das für selbstverständlich. Und wir unterstützen das ja auch immer noch. Das sind ja immer die ganz Perfekten. Im Beruf, zu Hause, beim Sport, bei der Kinderbetreuung. Komm, gib mir das Baby her, du wickelst es nicht richtig, du machst es falsch. Statt dass man das, und wenn er das 5-mal falsch wickelt, aber er macht's. Ne? Aber wir dann immer gleich hinterher schießen, sagt, so macht man das richtig. Nee, lassen. Also wir machen uns viel Stress selber. Und Männer machen das ganz geschickt. Die longieren sich so ein bisschen durchs Leben. Und vieles wird ihnen hinterhergetragen. Die meisten Männer, die Karriere machen, haben zu Hause ein Frauchen, das ihnen alles richtet. Ne? Das haben wir, wenn wir Karriere machen, ja nicht. Wir haben dann noch einen Mann zu Hause, der sagt, die Betten sind ja gar nicht gemacht. Ne?
Also ich bin gerade an einem Weihnachtsbuch dran, aber das hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Wobei, eigentlich habe ich es schon fertig geschrieben. Das finde ich ganz, ganz süß, wie Engel Weihnachten feiern. Das ist einfach so eine Geschichte, die so, auch so eine Art Bodenständigkeit hat, aber irgendwie mit dem Himmel, also überhaupt nicht esoterisch, aber trotzdem, die setzt sich mit diesem ganzen Himmel, mit den Himmelsgeschichten gestalten auseinander, weil sie plötzlich dort landet. Aber ansonsten schreibe ich gerade noch ein Kaya-Buch. Das sind meine Jugendreiterbücher. Das ist eine Serie bei Baumhaus. Und da drängen mich die Mädels schon über Facebook die ganze Zeit, wie es weitergeht und was jetzt mit der passiert und wen sie sich verliebt. Und das fällt mir natürlich leicht, weil ich in der Materie drin bin durch meine Tochter. A, bei der Pubertät und B, beim Entfernen. Also das ist easy. Ich finde auch Tagebuchschreiben ist schon gut. Wenn einer Tagebuch schreibt, kann er so reflektieren über sich selber und über sein Geschehen und kann manches abbauen, was ihn am Tag ärgert. Also die Wut auf den Lehrer, die kann man schon mal, wenn man Tagebuch geschrieben hat, ist der erste Prass ja schon mal weg. Ne? Und das tut auch schon mal gut und dann ist man auch wieder entspannter. Guter Einstieg, ja. Martin Walser hat es vorgemacht mit seinen Tagebüchern.